Herzlich willkommen zurück zur Let's Play SimCity. Ja, eine Folge ist kaputt gegangen gerade. Und zwar hat sich das Spiel abgeschissen. Und jetzt brauchte ich eine ganze Zeit, bis es wieder reinkam. Ja, was hat sich getan? Die Stadt, also ich kann erstmal hier. Die Gebäude haben sich gerade geupdatet. Omega habe ich eine Etage. Ich erzähle jetzt einfach, Leute, weil ich nicht weiß, wie weit ich bei der zweiten Folge war. Hier gibt es eine zweite Etage. Hier haben wir jetzt in dem Sinne noch zwei mehr. Die Müllabfuhr haben wir, das haben wir. Und sonst hat sich eigentlich gar nichts großartig geändert, weil sich vorhin das Gewerbegebiet geupdatet hat. Und dadurch habe ich kaum noch Geld gemacht. Und jetzt sind wir das Gewerbegebiet bei 50% schon wieder. Und ja, man sieht, Omega-Fortschritt ist dabei. Und dann sollte auch gleich wieder etwas mehr Geld bei Omega herumkommen. So. So ist zumindest mein allgemeines Wissen, gerade. So. Wir haben jetzt schon 25.000 wieder. Der Verdienst geht hoch auf 5.300. Liegt wahrscheinlich jetzt daran, dass das Gewerbegebiet immer mehr kriegt. Jetzt kriegt es die Industrie auf einmal nicht mehr, weil die Industrie sich gerade updatet. Und dadurch steigt natürlich unser Gewinn auch. So. Der nächste Plan ist es, erstmal eine kleine Müllverbrennungsanlage hier ranzuschrauben. Einfach aus dem Grund nicht, dass uns die Müllhalde vollläuft. Dann werde ich gleich beigehen und werde den Tunnel bauen. Von hier nach da oben. Und von hier nach, ich weiß noch nicht, wo ich anfange. Vielleicht hier nach hier oben. Dann werde ich die beiden miteinander verbinden. Und dann schauen, wie ich dann vorgehe. Ich habe zum Beispiel vor, eine Straße zu bauen, sage ich jetzt einfach mal, wir nehmen die. Und die hier ranzusetzen. An diese Straße. Ja. Ich möchte gerne diese Autobahn, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Aber so klappt es jetzt natürlich nicht. So war das jetzt eigentlich nicht geplant, aber. Weg. Aber so hoffe ich mir, dass ich die Autobahn sehr entlaste. Die Hauptverkehrsautobahn. Das hier sollte ja am Anfang einfach nur erstmal, dass wir Einwohner haben, wo jetzt schon es gut steigt und sie sich auch verdammt schnell hier geupdatet haben. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. So, wir fangen jetzt einfach mal an. Und ich baue trotzdem erstmal nur die kleine Autobahn, weil es ist schon teuer genug. Das muss man wirklich sagen. So, jetzt hoffe ich, dass ich irgendwie den Tunnel hinbekomme. Ja, wir haben zwar zu wenig Simlons, aber anscheinend funktioniert es. Ja. Also, es wird wohl funktionieren. So. Das freut mich schon mal, dass das wirklich funktioniert. Und dasselbe machen wir dann hier hinten auch. Ich würde sagen, einfach hier. Ja. Und dann auch so tief, wie es einfach nur geht. Um einfach den Bau trotzdem zu haben, den ich da draufstellen kann. Ja, wenn man ganz tief geht, kann man ja trotzdem draufbauen. Und dadurch erhoffe ich mir einfach, dass wir so viel wie möglich wirklich gebaut bekommen. So, Polizei. Ach, scheiße. Wir haben immer noch keine Polizei. Das ist jetzt erstmal das A und O, was ich jetzt erstmal baue. Ja. Jetzt habe ich wieder zu wenig Simlons. Jetzt warten wir gerade einen Augenblick. Das ist jetzt auf jeden Fall erstmal das, was ich baue. So. Das wird nämlich jetzt allerhöchste Zeit, dass wir hier eine Polizei bekommen. Dass wir hier die Kriminellen erstmal in Grund und Boden drücken. So. Ja, und es wird auch gleich noch genug Einwohner. Ich weiß, ihr werdet sagen, ey, du hast wieder am Anfang zu wenig Einwohner gebaut. Ich weiß, ich hätte mehr bauen sollen. Um einfach mehr Steuergelder, aber ich will, wenn dann jetzt nur hier unten so Scheiße bauen und hier oben gleich ein ganz anderes Prinzip mal angehen. Bürgermeisterpension zum Bau genehmigt, ich glaube, die ist gratis und das erhöht einfach nur die Zufriedenheit der Bürger. So, die setzen wir einfach dahin und dann sind manche Leute hier. Guckt mal, was da für Smileys durchgehen, da werden sie alle viel glücklicher. Weil ich so ein guter Bürgermeister bin. Ja. Ja, Wagen ist auf Patrouille. So sollten wir jetzt auch so ein bisschen
17 pro Tag vergangene Verbrechen, 10 Tote pro Tag, also ich komme nicht hinterher mit meinen Kranken und das. Also ich finde das gerade sehr heftig, was hier abgeht. Ja, also guckt euch das mal an, 20, ja sofort 21, das ist gleich schon wieder voll, was ist hier los? Wieso habe ich so viel Kranke? Ihr seid doch alle krank. Jetzt haben wir wieder hier, was war? 12 verlassene Gebäude. Grund zu viele Opfer, Verbrechen, bla 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 bla. Ja, ja, wir kriegen das schon wieder alles auf Reihe. Polizei ist jetzt da. Und die wird sich auch darum kümmern. Schon 4 Gefangene. Die Kriminellen werden jetzt ganz schnell in die Schranken gewiesen. Ja. Das wird schneller gehen, als sie gucken können. Und deswegen kommt hier auch gleich ein Knast hinten ran. Hat einmal was damit zu tun, weil das ist gleich eh voll. Ja. So, die Industrie und alles baut sich aus. Ja, Roherz haben wir jetzt endlich auch richtig was im Lager. Und wenn ich hier Erze auch voll habe, ich weiß nicht, ob ich verkaufen soll oder ob ich behalte. Ich glaube, am Anfang werde ich wohl verkaufen, um einfach mehr Gewinn zu machen. So ist zumindest mein Plan. Nur, die stellen alle neu ein. Dann wird sich Omega dann gleich auch um die kümmern. Und eine kleine Katastrophenstadt gerade, wenn ich ganz ehrlich bin. Es geht aufwärts. Zu niedrige Grundstückspreise. Geh mir damit nicht auf den Sack, Alter. Echt nicht. Weißt du, ich habe hier ganz andere Sorgen und du mit deinen schwulen Grundstückspreisen. Kriminalität macht uns Sorgen. Wir haben schon wieder 21.000. Dann kommt hier gleich noch ein Streifenwagen ran. Komm, gleich 2 Stück. Hier, Arschlecken. Ich muss das Problem jetzt erstmal hier beseitigen. So. Zu spät gebaut. Ich habe sie vergessen. Zu spät gebaut, mein eigener Fehler. Ja, wir haben 18 Verbrechen pro Tag. Aber ich schätze mal, das werden die jetzt mit der Zeit auf jeden Fall auf die Reihe kriegen hier mit den Verbrechen. Und... oh, mein Magen, Alter, leckt mich am Arsch. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Ich brauche auch unbedingt mehr Platz für Schüler. So. Jetzt bin ich gespannt, was hier wirklich reingeht. Ich schätze mal schon, dass die ganzen 550 wirklich in die Schule gehen werden. Weil was haben wir angemeldet? 727, ja gut. Wir werden auf jeden Fall alle hier reinkriegen. Aber das ist jetzt überhaupt gar nicht so wild, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, also damit kann ich jetzt noch leben. Was einfach das Problem ist, ist gerade mit der Polizei. Ja, trotz, dass wir jetzt hier gerade alle Streifenwagen auf Patrouille, da kommt mal wieder einer zurück. Ich hoffe einfach, dass sie das jetzt wirklich hier auf die Reihe kriegen. Gut, wir haben jetzt schon wieder 7.000, machen wir. Den Kredit zahlen wir zurück. Und gleich den anderen zahle ich jetzt auch noch zurück. So, jetzt haben wir komplett alle Kredite zurückgezahlt. Wir machen 8.000 Gewinn, finde ich persönlich sehr viel. Und ich werde dann gleich anfangen. Ich weiß, hier müsste ich die Straße so langsam updaten, aber ich werde mich jetzt erstmal um meinen kompletten Bau hier gleich kümmern. Ja, jetzt 8.000. Wir machen Kacke, ist schon wieder scheiße. Noch nehme ich diese Scheißdinger hier. So. Was hast du für ein Problem? Hey Blade, freut mich sehr, dass Sie gekommen sind. Oh, Dr. Dicks rechte Hand, ey, nein. Mann, der gibt mir auf den Piss, weißt du, diese kriminellen Arschlöcher. Wasser haben wir auch schon wieder ein Problem. Eieieiei, so langsam kriegen wir echt ein Wasserproblem hier in der Stadt. So, das Wasserproblem sollte damit beseitigt sein. Die Stadt wächst viel zu schnell jetzt gerade. Damit komme ich überhaupt gar nicht klar.
Das ist ja Wahnsinn. So habe ich auch noch nie gespielt, gleich große Straßen. Ich weiß, es ist verrückter Kerl namens Dr. View, bla bla bla, keine Angst. Nein, wir werden den Superheld nicht bauen, der kostet nur ohne Ende Geld. Immer noch 18 Verbrechen pro Tag. Ich werde da nicht her gerade drüber. Das verstehe ich nicht. Wir haben jetzt 9 Gefangene schon im Gefängnis. 10. Boah. Also jetzt sitzt echt viel. Okay, Omega läuft. Wir brauchen Wasser. Willst du mich verarschen? Ich habe Wasser! Gut, noch läuft die Produktion. Noch brauchen wir uns keine Sorgen machen. Nur hier haben wir nirgendwo Wasser. Die Stadt hat wirklich ein übelstes Wasserproblem. Also wir müssen unbedingt zusehen, dass wir Kläranlagen und das bald bauen. Gut, wir haben jetzt 42.000. Das Wasserproblem wird sich wohl gleich von alleine lösen. Erhoffe ich mir. So, diese Autobahn können wir ja später... Doch, das ist okay. So, ein Tunnel. So tief wie es geht. 48.000, Leute. Leck mich fett. Ey, was soll das denn? Hallo? So. Da haben wir den ersten Tunnel gebaut. Und das gleiche machen wir dann gleich auf der anderen Seite auch noch. Und dann werde ich auch... Nein, ne? Sag nicht, ich hab... Nein. Ich bin der Held. Es hat geklappt. So. Ich wollte nämlich gerade sagen, also laut meiner Anzeige passt der Platz. Ja, läuft die wieder? Die läuft wieder 4,8. Die Produktion läuft da. Das darf jetzt bloß nicht zum Stehen kommen, dann kriegen wir ein Problem. Ja, wir brauchen Verkehrsmittel. Was soll ich noch alles bauen, Mann? Ich muss jetzt erstmal hier meine Stadt umbauen. Du alter Ochsenschwanzsuppe. Wir machen schon wieder Minusstrom. Das können wir aber gleich drauf kontern, indem wir hier noch zwei... Nee, ein Windrad nur noch bauen. So, können wir nämlich hier überall nämlich gleich auch noch Windräder ranklatschen. So. Ach, da machen wir gleich. Komm hier. So. Das sollte jetzt auf jeden Fall erstmal ausreichen. 33,8, jawohl. Sehr schön. Windenergie! Das ist die Zukunft und die Bürger müssen es bezahlen, ne, Frau Merkel? So, ich hab's heute mit der. Genug mit der endlosen Hubrei. Wir brauchen öffentliche Transportmittel. Autsch, ich bin verletzt. Rufen Sie einen Krankenwagen. Hab keinen. Brauchen wir nicht. Bah, Alter, wie viel. Oh, Polizei kriegen wir unter Kontrolle. 3 Verbrechen nur noch pro Tag. Es klappt, Leute. Wir kommen so langsam wieder auf die Reihe. Zu viele Opfer. Grundbrand, das ist noch akzeptabel. Damit kann ich noch leben. Ja. Könnte natürlich hier auch jetzt gerade so einen Shuttlebus bauen. Na, dann gibt es ja halt gerade ein paar Bushaltestellen. Weißt du, wenn sie mich unbedingt so nerven... Dann tun wir das halt einfach mal. So. Und dann hier unten natürlich in die Industrie auch. So. Bitteschön. Jetzt habt ihr eure Busse auch. Hoffentlich seid ihr jetzt zufrieden endlich mal und hört auf zu nerven. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach nee, der Bus ist total überfüllt. Melde mich heute auf der Arbeit krank. Alter, Jesus, setz dich aufs Fahrrad. Oh, dann gibt es noch einen Shuttlebus dazu. So, das haben wir jetzt auch. Ja, unsere Müllabfuhr kommt gar nicht mehr hinterher.
Dann gibt es hier mal einen neuen Müllwagen. So. Dann sollte das Problem auch beseitigt sein. Alter Schwede, was ist das? Wir haben 13.000 Einwohner. Ich habe hier gerade so ein kleines gebaut. Alter Schwede, ey. Nee, die wollen Auftrag. Was willst du? Wir wollen eine ganze Nacht lange Riesen-Blockparty machen. Ja, dann machen wir. Da kriegen wir 25.000 für. Machen wir glatt. Das ist doch kein Problem für uns. Ne? Würde ich mal sagen. So, jetzt bin ich noch gerade überlegen, ob wir hier das Solarkraftwerk nicht noch ein bisschen umbauen. Wenn ich da jetzt baue... Ja, der Platz sollte aber auf jeden Fall reichen. Und da bauen wir da nochmal eins hin. So, dass hier der gute Mann volle Pulle hin und her fahren kann mit seinem Auto und immer wieder die Windräder heile machen kann. Schon wieder Kakadu, Kacke hier. Überall ist die Kacke da. So, haben wir schon den vierten. So viel habe ich noch nie gebraucht. Wirklich nicht. Also, Wahnsinn. Die machen mich fertig hier. Babel Oil. Da haben wir genug von. Das Ding läuft auch wieder. Zwar noch nicht so viel wie vorher, aber das läuft. So, und ich würde sagen, die neue Autobahn ziehen wir hier so. Ja, wir können da ja ruhig drüber bauen. So, ganz tief. Zu wenig Simlons. Immer noch. Na, ja, jetzt geht's. Bingo. So, jetzt haben wir die teuersten Abschnitte haben wir schon mal gebaut. So. Ich hoffe jetzt, dass wir dadurch den Verkehr entlasten. Ja, weil jetzt die Leute... Eigentlich fahren sie immer den kürzesten, also immer den anderen Weg. Ich hoffe jetzt, dass die Leute da durchfahren. Ja, auch. Und dadurch entlasten wir die Straße. So. Dann soll die beiden ja miteinander verbunden werden. So. So war das geplant. Genau. So. Dass der Tunnel natürlich... Den Tunnel hätte ich länger machen müssen. Guck, ob man das irgendwie hinbekommt. Guck, ob man das irgendwie hinbekommt, Leute. Funktioniert es nicht. Scheiße, ich glaube, das funktioniert nicht, weil dann müsste ich ihn wieder abreißen und das ist mir zu teuer. Egal. Lassen wir es halt so. Damit kann ich leben. So. Jetzt muss ich... Bauen wir so. Naja, wir gehen mal nur bis da. Erstmal. So. Das wäre Bullshit. Das ist Bullshit. So. Tlü, tlidi. Ja. Tilida. Hier ist Mrs. Hopsasa. Ich will ja so bauen, dass sie nur durch diese... Ja, aber sie können ja auch durch die Straße nach da oben.
Also das muss ich beobachten. Wenn die nachher alle über durch das Industriegebiet fahren, dann werde ich kappen. Die Straße. Auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir... Muss ich mir das erstmal angucken. Okay. Nee, warte mal. Das wäre jetzt ja Bullshit. Eieieiei. Gucken, wie das wird, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich baue jetzt einfach mal, auf Deutsch gesagt, planlos. Das ist jetzt absoluter planloser Bau hier. So hätte ich es eigentlich gerne. Muss ich... So. Jetzt macht das schief. Will der mich... Egal. Wie weit ich hier gehe, weiß ich noch nicht, weil wir müssen... Ich muss das ja halt alles ein bisschen in beobachten. Ich muss unbedingt die Schule vergrößern. So. Und Schnauze. Ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So. Parks. Mittlere Einkommensschicht, Parkverbundene, alles klar. So, und überall da dran bauen wir so einen kleinen Pool. Na komm. Und dann sollte das eigentlich reichen mit dem Grundstückspreis. Wir machen echt gut Gewinn. Ja, wir machen jetzt 6.000. Also das ist gar nicht schlecht, wenn man hier am Bauen ist. Upsala, den habe ich falsch gesetzt, aber sollte trotzdem gut funktionieren. Ich will jetzt aber nicht hier komplett. Ja, ich würde sagen... Das als Gewerbegebiet. Weiß nicht, ob da was hingeht. Lassen wir einfach mal bauen. So. Jetzt fahren die natürlich von der... Hätte die als Autobahn bauen müssen. Denke ich.
Denke ich. Gerade was gucken. Also da rein kriege ich sie nicht. Okay. Baue ich das als Autobahn? Ich glaube, ich werde das als Autobahn bauen. Ich sage jetzt mal wieder vielen Dank fürs Einschalten bei SimCity Städte der Zukunft. Ich war jetzt ein bisschen leise, Leute. Ich will ja nicht unbedingt hier dieses Baukastenverfahren nehmen, sondern hier mal ein bisschen anders bauen in dem Sinne. Ich habe noch nie so ein Kauderwelsch gebaut. Also mal mehr mit Autobahn und dies und jenes. Aber ich bin trotzdem überlegen, ob ich diese Straße nicht als Autobahn mache. Einfach, um diese Straße mit zu unterstützen. Und nachher wegen der Straßenbahn. Das ist jetzt einfach eine Idee und ich glaube, die werde ich im nächsten Video umsetzen. Ich sage immer vielen Dank fürs Einschalten. Euer Glabur. Ciao, Ilaui.